Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, nochmal was zu dem Bild, was ich vorhin zum ersten Mal gesagt habe, zu recherchieren. Und zwar haben viele die Meinung vertreten, ja, es könnte sich auch um Zeitzonen handeln. Und da ist der Einwurf gemacht worden, dass ja der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Urlaub in Florida verbringen würde. Mag richtig sein, aber Florida ist für einen Islamisten nicht wirklich von Bedeutung. Man muss ja wissen, dass der Hass auf die USA weitgehend sich auf Washington bezieht. Und die Zeitzone von Washington ist natürlich noch 2 Stunden später. Das heißt, wir haben es in 4 Sekunden, haben wir jetzt 13 Uhr in Washington, genau jetzt. Und darauf könnte sich die Uhrzeit beziehen. Und da muss man jetzt mal gucken in den News. Ich habe mir mal auf dem Fernseher aufgebaut, dass ich mal CNN oder irgendwas gucken kann. Wenn das sich jetzt nicht ereignet, dann verschiebt sich jetzt die Zeitzone auf den Pazifik. Und da hätten wir jetzt noch, ich schätze mal, bis zur Datumsgrenze noch 4 Stunden. Das heißt also, wir würden heute Nacht um 2 wissen, ob an der Sache was dran ist. Ne? Dann würde ja die Datumsgrenze greifen und dann wäre es ja schon der 26. Das heißt aber nicht, dass eine Entwarnung gegeben werden kann, sondern es ist eben, wie bei Hartgeld jetzt auch gerade geschrieben worden ist, eine Art Signal auf Grün, also dass es jederzeit losgehen kann. Wobei ich persönlich denke, dass Silvester für einen Terroristen günstiger ist, weil er dann seine Anschläge besser verheimlichen kann. Da würde niemand argwöhnisch sein, wenn da irgendjemand mit großen Bägeln durch die Kante rennt. Also Silvesterknaller oder irgendwas. Und es würde auch nicht gleich einer der Polizei rufen, das weiß man irgendwo mehr Schabber wie sonst. Also jeder hunderte Tschechenböller macht einem solchen Krawall. Aber darunter können sich einfach auch tödliche Schüsse verbirgen. Insofern denke ich, dass das Silvester eher greift, wenn es nicht gar heute noch Richtung Washington irgendwas passiert. Wir wissen ja, dass der MH370, dieser per Fernsteuerung fehlgeleitete Flug, ja immer noch als vermisst gilt. Wir wissen ja, dass seit einigen Zeit alle Flugzeuge, die registriert sind, so eine Box enthalten, wo per Fernsteuerung dem Piloten die Steuerung des Flugzeugs entzogen werden kann. Und er hat keine Möglichkeit, das abzuschalten. Das heißt, da das System ja weltweit vertrieben worden ist, ist natürlich klar, dass auch Terroristen den Zugriff auf die Flugzeuge hätten und natürlich auch Flugzeuge umleiten können. Würde natürlich auch erklären, dass es mit dem Wort Drehzender mit dem entführten Flugzeug passiert ist. Nur spricht eben alles dagegen, was man dort also ermittelt hat an Unfallursachen, dass es überhaupt ein Flugzeug gewesen sein kann. Es deutet eher alles auf eine Rakete hin, weil ja auch nichts von dem Flugzeug irgendwie dort im Umkreis gefunden worden ist. Und wir wissen ja auch aus Colessos Herleitung, dass nicht die Flugzeugeinstürze den Wolkenkratzer zum Einsturz gebracht haben, weil nun mal Aluminium den Stahlträger zerschlagen kann. Das geht nun mal nicht. Rein physikalisch unmöglich und auch Flugzeugbrennstoff auch kein Eisen zum Schmelzen bringt, passiert nicht. Aber wenn es natürlich eine nukleare Zerstörung gewesen ist, dann ist natürlich relativ klar, dass natürlich dort in Washington auch irgendwas installiert werden könnte, was ähnlichen Effekt erzeugt wie World Trade Center. Das muss man natürlich wissen. Und das ist natürlich fast ausgeschlossen ist, dass von Osama Bin Laden das ausgeführt werden kann, weil die Luftüberwachung der USA, das hatte ich auch in einigen Videos schon erklärt, nicht von einem ausländischen Terroristen deaktiviert worden ist, sondern von den USA selbst. Und die Ermittlungen sind ja in den letzten Wochen nochmal ein ganzes Stück weitergegangen, auch durch Präsident Trump verursacht, sodass also alles jetzt gegen den Barrett spricht, der veranlasst hat, dass die Mitarbeiter seiner Firma, nur 4000 Mann, eben genau an dem Tag nicht zur Arbeit erschienen. Ja. Und wenn man solches Vorwissen hat, dann ist man entweder Gott oder ist eben in die Verschwörung mit involviert. Und so Möglichkeiten gibt es. So. Und wenn unsere Politiker jetzt auch wieder alle geflüchtet sind und es passiert jetzt was in Deutschland, dann müsste man genauso vermuten, dass die also dort in der Verschwörung mit drinstecken. Ja, dass die also ganz bewusst die ISIS-Kämpfer mitsamt dem Flüchtlingsstrom hier hochgeleitet haben, um, sagen wir mal, so einen Bevölkerungsaustausch in gewaltsamen Arbeit zu führen. Weil eben
die Regierung Merkel im Kern eine Mehrheit hat. Ne? Und egal, was sie im Bundestag von der Politik vertreten, es wird keine Politik vertreten, die dem Volk dient. Ne? Auch die AfD hat sich wieder schon Dinger geleistet, wo man sagen kann, na also, was geht denn, wenn man ein Mandat erwirbt in Sachsen, ne? Und dann einfach hinhaut und eine neue Partei gründet, also Petri, dann stelle ich alles in Frage. Und bis zum heutigen Tag hat die AfD ihren Wahlbetrug noch nicht korrigiert. Es ist noch kein Antrag im Landtag von Thüringen passiert, um die Vorfälle zu untersuchen, wo 82 Stimmen verschwunden sind damals, ne, bei der Landtagswahl in Thüringen. Das ist bis heute ungeklärt. Und ja, und solange das so ist, kann man auch der AfD nie zutrauen, dass sie das Ruder rumreißt. Ich meine, es ist das kleinere Übel, keine Frage. Aber solange das im Raum steht, werden wir das bei jeder Unterredung immer wieder auf der Weg bringen. Das ist nun mal so. So, also, ich werde vielleicht noch morgen oder übermorgen noch mal kurze Sachen zu den aktuellen Entwicklungen bringen. Aber jetzt eine große Live-Sendung würde ich heute nicht mehr machen. Es ist ja schon vor fortgeschrittener Stunde, 22.05 Uhr. Ich werde die Nachrichten noch ungefähr bis 2 Uhr verfolgen, gucken, was passiert. Da sind wir über der Datumsgrenze raus. Und dann müssen wir mal gucken, was noch an irgendwelchen Hinweisen die nächsten Tage eintrifft. Insofern sind wir froh, dass es ruhiges Weihnachten gegeben hat. Ich bin damit auch jetzt momentan zufrieden, muss ich sagen, mit der Entwicklung, wie sie sich gezeigt hat. Aber noch ist die Gefahr nicht ausgestanden, weil wir davon ausgehen müssen, dass solche langfristigen Planungen, solchen Anschlägen, ja immer von hinter den eigentlichen Akteuren stehenden Thinktanks gemacht werden. Ne? Also Leute, die für die USA oder für die Jesuiten irgendwelche Planungen machen, das machen die ja nicht innerhalb von einem halben Jahr. Die Planungen liegen ja 20, 30 Jahre zurück. Wir sehen ja, dass heute der Hutenplan umgesetzt wird, der 1947 entwickelt worden ist. Ne? Ja, zwischen Planung und Ausführung kann also 70, 80 Jahre liegen. Das muss man immer wieder beobachten. Und die Protokolle der von Zion, die sind ja um die Jahrhundertwende, also 1800 noch was, entworfen worden und sind dann 1907, also kurz vor der Oktoberrevolution, erstmal aufgetaucht. Ne? Und heute sehen wir die Erfüllung. Ne? Die ganze Unterwanderung von Rot-Grün in die Exekutive ist eindeutig Erfüllung der damaligen Protokolle der Illuminaten. Das muss man einfach so sagen. Gut, ich werde mal die Nachrichten nachher checken und wenn, melde ich mich dann später nochmal. Ne? Danke erstmal.